Johann Sebastian Bach ist der wohl bekannteste Musiker aus einer der talentiertesten Musikerfamilien, die es in Deutschland wohl je gegeben hat. Bach wurde 1685 in Eisenach geboren und verstarb mit 65 Jahren 1750 in Leipzig. Er zog in seinem Leben 9-mal um, heiratete 2-mal und zeugte insgesamt 20 Kinder. Doch was passierte eigentlich noch zu dieser Zeit? Im 17. Jahrhundert wurden über 20 Kriege geführt. Es war die Zeit des Barocks. In Frankreich herrschte der Sonnenkönig Ludwig XIV. Es war auch die Zeit von Vivaldi und Händel und Telemann oder den Philosophen und Naturwissenschaftlern Leibniz und Newton. Und 1685, also im Geburtsjahr von Johann Sebastian Bach, kam hier in Ludwigsburg auch Wilhelmine von Grevenitz zur Welt, die eben in diesen Räumen später als politische Schriftenzieherin und Mätresse neben dem württembergischen Herzog Eberhard Ludwig wirken würde. Aber zurück zu Johann Sebastian Bach. Auch wenn dieser einer Familie von Kirchenmusikern entstammt, war er sowohl in der geistlichen als auch in der weltlichen Musik zu Hause. Doch in welche Schaffensphase des Komponisten tauchen wir diese Saison eigentlich ein? Die Violinistin Midori nimmt uns mit zurück in die Zeit, in der Bach Hofkapellmeister in Köthen war. Von 1717 bis 1723 komponierte er dort für das Orchester am Hof. Außerdem entstanden auch bis heute bedeutende Repertoirestücke für Solovioline. Viele Violinistinnen haben auch heute noch das Gefühl, dass sein Leben nicht ausreicht, um diese Werke zu meistern. Der Grund? Zu Bachs Lebzeiten hatten die Geigen niedrigere Stege und kürzere Griffbretter und das machte es einfacher, Doppel- und Dreifachnoten zu spielen. Gerade diese Werke verlangen allerdings die Beherrschung des kontrapunktischen Satzes und damit das gleichzeitige Spielen mehrerer Stimmen. Doch zurück nach Köthen. Leider währten die guten Beziehungen zum Hofe nicht ewig, sodass sich Bach wieder nach einer neuen Stelle umschauen musste. Eine Suche, die ihn schließlich nach Leipzig führte. Dort war die Stelle des Thomaskantors frei, die Bach schließlich, wenn auch erst in der dritten Runde, bekam. Als Thomaskantor war er zuständig für die 4 größten Kirchen der Stadt. Für die 2 Hauptkirchen musste er jeden Sonntag und Feiertag eine neue Kantate schreiben. Er war außerdem zuständig für den Knabenchor, für die Rekrutierung von neuen Orchestermusikern, für die Wartung der Orgel und darüber hinaus beauftragte ihn die Stadt auch immer wieder, damit Musik zu schreiben für offizielle Anlässe und Feiern. Es ist also genau 300 Jahre her, als Bach damit begann, seinen monumentalen Bestandteil an Kirchenmusik aufzubauen. Dieses Jubiläum nehmen die Gechinger Kantorei unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann zum Anlass, um ihnen genau 3 seiner Kantaten zu präsentieren, die im ersten Jahr seiner Amtszeit und genauer genommen in den ersten Wochen entstanden sind. Bach hat in diesen ersten Jahren von 1723 bis 1725 viele, viele Stunden an Kirchenmusik geschaffen und dabei ist mehr als die Hälfte seines gesamten Oeuvres entstanden. Es entstanden zu dieser Zeit auch die Matthäus- und die Johannespassionen, aber vor allem die Kantaten und Choräle sprudelten nur so aus ihm heraus. Bereits 1725 hatte er genügend Choräle und Kantaten geschrieben, um damit alle Sonn- und Feiertage zu bestreiten. Danach beruhigte sich das frenetische Komponieren und Arrangieren. Seitdem ist die Blütezeit der Kirchenkantaten untrennbar verbunden mit Johann Sebastian Bach. Als stützende Pfeiler untermauern die Bachschen Werke auch in Wolfegg das gemeinsame Programm des Kalmus-Ensemble und der Lautenkompanie, das den malerischen Titel Bach-Arkaden trägt. Doch nochmal zurück nach Leipzig. 1729 passierte etwas Neues. Bach übernahm die Leitung des Collegium Musicum und wurde somit noch vor seinem 40. Geburtstag neben der Stelle des Thomaskantors auch der städtische Kapellmeister. Zu dieser Zeit entstanden also keine Neukompositionen mehr für die Kirche und Bach hatte somit mehr Zeit, sich auch außerhalb der sakralen Welt den Kompositionen zu widmen. Es entstanden unter anderem zum Beispiel die Goldberg-Variationen, die der Pianist David Frey in all seinen Facetten ausführen wird. Diese Klavierübungen, wie die Goldberg-Variationen auch genannt werden, waren schon zu Bachs Lebzeiten sehr beliebt. Sie stellen nämlich die Interpretin vor die besondere Herausforderung, technisch genau zu sein, aber währenddessen nicht diese tiefe Emotionalität, die Bach auch in das Werk hineinkomponiert hat, zu verlieren. Außerdem sehen sich unsere modernen Interpretinnen auch noch vor der großen Herausforderung, dass sich die Instrumente verändert haben. Denn Bach hat das Werk für ein 2-manualiges Cembalo komponiert, was es überhaupt erst möglich macht, übereinanderkreuzende Stimmen auch zu spielen. So gelten die Goldberg-Variationen heute nicht umsonst als eine der anspruchsvollsten Bach-Kompositionen, aber auch und gerade deshalb als eine der interessantesten. Ebenfalls in seiner Leipziger Schaffensphase entstand die berühmte Hamoll-Messe,
die für viele Menschen das musikalische Vermächtnis widerspiegelt, das Bach seinen Nachfahren hinterlassen hat. In den 20er Jahren hatte Bach wenige lateinische Werke komponiert. Er hat sich eben voll und ganz auf seine Kantaten konzentriert. Das änderte sich aber Anfang der 30er Jahre mit der umfangreichen und aufwendig besetzten Missa, dem Kyrie Gloria der nachmaligen Hamollmesse. Hierzu griff er auf vorhandene Kompositionen, auf weltliche Festmusiken und ganze Sätze seiner Kantaten zurück. Den Plan, die Missa auf eine komplett durchkomponierte fünfsätzige Messe zu erweitern, fasste Bach wohl in den späten 1740er Jahren. Für den Großteil der Komplementierung benutzte Bach das Parodieverfahren. Das heißt, er nahm bereits existierende Sätze aus seinen Kantaten, arbeitete diese textlich und musikalisch nochmal um und fügte diese schließlich dann in einen kompletten homogenen Kontext nochmal als Gesamtkomposition zusammen. Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist das Kruzifixus, für das Bach den Eingangschor seiner Kantate mit dem Namen Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen verwendete. Die Hamollmesse vereint somit Musik aus seiner gesamten Schaffensphase und sie dokumentiert auch sein Streben nach geordneter Kirchenmusik. Mit seiner Komposition hat er seinen Nachfahren einen Beitrag hinterlassen, den die Cembalistin Elina Albach fast schon ein wenig ehrfürchtig als den goldenen Gral der Kirchenmusik bezeichnet. Elina Albach hat die Messe neu interpretiert und dafür innovative alte Musik kreiert. Doch damit nicht genug. Sie hat sie auch in einen neuen theologisch-zeitgenössischen Kontext übersetzt. Die Lyrik des Autors Jürg Halters mit dem Titel Ein Zweifler spricht verpasst der Bachschen Inschrift der Messe Deus Soli Gloria, Gott allein zu Ehren, ein Fragezeichen, das womöglich das Mehrheitsempfinden einer neuen Generation widerspiegelt. Dass Bach Musiker in allen Lebenslagen inspiriert, zeigt auch das Konzert mit dem Titel Bach Berio Beatles, das die klassische Band Spark in Bad Imnau präsentieren wird. Vom Parodieverfahren inspiriert, verbinden sie ihre drei Idole der Musikgeschichte miteinander und heben das Spielerische auf eine ganz neue Ebene. Die MusikerInnen der Saison 2023 präsentieren die Musik von Johann Sebastian Bach in all ihren Facetten. Kreativ, ausgefeilt, ausgesprochen tiefgründig und erhaben zugleich. Lassen auch Sie sich begeistern und inspirieren von den geballten Klängen und den vielen musikalischen Einzelheiten, die sich Bach ausgedacht hat. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit dabei.